Hallo zusammen, das ist die erste Folge Hirn und Heinrich im Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Wir sprechen in dieser Folge heute über ALS. Und leider beginnt diese Podcast-Folge mit einer schlechten Nachricht. Wir sprechen mit dem wunderbaren Dr. Weidt. Wir haben das Gespräch im November aufgezeichnet. Wir haben immer ein bisschen Vorlauf. Und wir sprechen in dieser Folge auch ganz famos über den großartigen Bruno Schmidt, der für viele Menschen, die mit ALS zu tun haben, in welcher Form auch immer, sei es selbst erkrankt oder Angehörige, Freunde, ja, ein großes Vorbild ist. Leider hat uns am 16. Dezember die traurige Nachricht erreicht, dass Bruno verstorben ist. Und das komplette Hirn- und Heinrich-Team ist traurig. Wir möchten der Familie natürlich unser Mitgefühl ausdrücken. Und ich möchte aus dem Instagram-Post der Familie zitieren. Da schreiben sie: Er war ein toller Ehemann, Vater, Opa und ein Vorbild für viele Menschen. Du hinterlässt eine so große Lücke und einen noch viel größeren Schmerz in unseren Herzen. Und wir hoffen so sehr, dass du an dem Ort, wo du gerade bist, wieder frei bist und alles tun kannst, was du möchtest. Ich möchte mich dem anschließen. Ich habe Bruno vor 2 Jahren durch diesen Podcast kennengelernt und er hat mein Leben bereichert, er hat meinen Horizont erweitert. Ich konnte, wann immer ich eine inhaltliche Frage hatte, ihn anrufen. Und nachdem wir diese Folge hier aufgezeichnet haben und auch noch so schön über ihn gesprochen haben, habe ich auch noch mit ihm telefoniert und wir haben uns noch überlegt, ob wir noch mal mit Dr. Weidt zusammen ein Instagram Live machen. Und ja, das Letzte, was ich von Bruno mitnehme, ist, dass wir zusammen gelacht haben. Und so behalte ich ihn in meinem Herzen, lachend und kämpferisch. Und ja, dieser Erkrankung sich nicht einfach hingeben wollen. Dabei ist er geblieben. Bruno, du wirst uns sehr fehlen und wir versuchen das Beste, um in deinem Sinne weiterzumachen. Und jetzt beginnt die Folge. Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hin und Heinrich. Und heute geht es um die wahnsinnig rasanten Entwicklungen in der ALS-Forschung. Kommt nur mir das vor? Vorher möchte ich aber nochmal Danke sagen, hier auch im Namen des ganzen Teams am DZNE. Das ist das Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Ja, wir machen das jetzt echt schon über 2 Jahre und wissen, dass das natürlich ein Thema ist, mit dem man sich vielleicht erst befasst, wenn es konkrete Fragen gibt, wenn man in eine Situation kommt, eben jemand im Umfeld oder man selber erfährt eine Diagnose aus diesem Gebiet. Aber dann soll man eben auch gute Antworten finden. Danke auch für die vielen Kommentare, die zum Teil ja sehr persönlichen Erfahrungen mit dieser Erkrankung wie Alzheimer, Parkinson, Chorea, Huntington ja, danke. Abonniert uns gern, vor allem empfehlt diesen Podcast weiter, wenn ihr wisst, dass Freunde oder Bekannte gerade mit diesem Thema zu tun haben. Oder gern auch einfach aus Interesse. Ich bin Sabine Heinrich und das Hirn hier sind im Gespräch die vielen international renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am DZNE, die natürlich über dieses Thema sprechen, so dass wir es verstehen ohne. Ich habe auch nicht Medizin studiert. Ich bin keine Wissenschaftlerin. Und das ist ja eben die große Chance, dass ich dann immer an dieser Stelle nachfragen kann. Die habe ich nicht verstanden. Müssen wir nochmal besprechen. Heute wird es eine Folge sein, in der wir nochmal über ALS sprechen. Eine besonders gemeine Erkrankung, weil sie auch so schnell voranschreiten kann. Wir haben es ja in der Folge, in der vergangenen Folge mit Sophie gehört. Ihr Mann Cornelius hat schon wenige Monate nach seiner Diagnose im Rollstuhl gesessen und ist jetzt auch nach 2 Jahren völlig gelähmt. Das Hirn aber funktioniert weiter. Das ist eben, ja, die ALS. Im Moment habe ich den Eindruck, dass da ständig was Neues kommt. Und ich möchte hier ganz dringend über die Meldung sprechen, die wir ja als spektakulär bezeichnen können. Vor ein paar Wochen wurde über eine junge Frau mit ALS aus Baden-Württemberg berichtet, die in Amerika behandelt wurde und dadurch die Erkrankung stabilisiert werden konnte und Symptome konnten sogar rückgängig gemacht werden. Leute, rückgängig.
Wer diesen Podcast hier verfolgt, weiß, dass dieses Wort im Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen so gut wie nie auftaucht, rückgängig. Es gibt also Anlass zur Hoffnung oder ist es am Ende heiße Luft? Ich hatte jedenfalls direkt den Wunsch, es war spät abends, als ich das gelesen habe, ich muss jetzt direkt bei Patrick Weid anrufen, der ALS-Doc. Patrick, was ist da los? Ich habe mit ihm schon ein ALS-Special bei Instagram gemacht, zusammen mit Bruno Schmidt, ihn beim ALS-Tag in Bonn getroffen und der ist wahnsinnig umtriebig im besten Sinne, wird von seinen Patienten und Patientinnen sehr geschätzt. Kurz zu seiner Vita, Dr. Patrick Weid ist ein wichtiges Mitglied der DZNE-Forscherfamilie, Leiter der Ambulanz für ALS und andere Motoneuronerkrankungen und choreatische Bewegungsstörungen an der Uni in Bonn, also der Uniklinik. Und er ist dort auch Sprecher des Zentrums für seltene Erkrankungen. Hallo Patrick, wir duzen uns. Ja, hallo, sei gegrüßt. Ich freue mich sehr. Ja, da hättest du aber geguckt, wenn ich da abends angerufen hätte bei dir. Ja. Mir ging es aber ähnlich. Ich habe den Artikel gelesen. Ich hatte schon ein bisschen davon gehört, ja. Mhm. Und hatte auch über andere Patienten das mitbekommen und muss sagen, dass ich ja immer sehr, sehr skeptisch bin, weil natürlich gerade bei einer unheilbaren Erkrankung und schwerwiegenden Erkrankung wie ALS häufig solche spektakulären Ergebnisse sich dann herausstellen als Enten oder völlig übertrieben. Heiße Luft, ja. Heiße Luft, genau. Hier war es aber, ich hatte ein bisschen was vorher schon gehört und kenne auch die beteiligten Ärzte, die sich in dem Artikel ja sehr zurückgehalten haben. Mhm. Und muss sagen, das ist tatsächlich was anderes. Also das hatte ich noch nie gesehen und wie du gesagt hast, also mit Rückbildung und Verbesserung, das war was, wovon wir eigentlich nicht bisher überhaupt nur gewagt haben zu träumen. Nimm uns mal mit. Lass uns mal von vorne anfangen für all die Leute, die diesen Artikel oder auch diese Geschichte nicht kennen. Erzähl uns, was los ist. Wer ist diese Frau und was ist passiert? Was ist das gemacht? Anna K., ja, ein junges Mädchen aus Süddeutschland, die sehr, sehr jung, also mit, und das ist wichtig für die Einordnung der Sachen, ich glaube mit 14 oder mit 16 motorische Symptome entwickelt hat, wo dann sehr kluge Kinder- und Jugendneurologen die Diagnose ALS gestellt haben und man hat dann die Fußmutation gefunden. Das ist eine, wenn nicht sogar die aggressivste Form der ALS, die ja für sich schon eine sehr aggressive Erkrankung ist. Und als sozusagen die Diagnose geklärt war und die Mutation gefunden war, hat die Familie Kontakt aufgenommen mit einem Arzt in den USA an der Columbia University, einem Professor Schneider, der ein ausgewiesener ALS-Experte ist und der sich auf diese Fußmutation spezialisiert hatte. Was ist das für eine Mutation? Das ist eine genetische Veränderung in einem im Fußgen. Das ist letzten Endes ein Transkriptionsfaktor, der viele verschiedene Rollen in der Zelle hat und dessen genetische Veränderungen oder bestimmte genetische Veränderungen können eine super aggressive Form der ALS auslösen. Also es hat nichts mit Fuß zu tun, sondern dieses Nein, Gen. Nein, das ist eine Abkürzung. Okay. Fused in Sarcoma ist es. Ja? Das ist also FUS-Mutation. Patrick, lach nicht. Ich muss das fragen, weil wir sind alles keine Wissenschaftler. Absolut richtig, absolut richtig. Ich war nur über mich selbst amüsiert, dass ich das völlig übergangen habe bisher, weil es ja tatsächlich naheliegend ist, dass man das nicht zuordnen kann. Wir als ALS-Ärzte kennen diese Mutation, aber die kommt uns sehr selten unter. Ich habe vielleicht von den 250 bis 300 Patienten drei, wo wir so eine Fußmutation haben, ja, und alle sind extrem schwer betroffen. Bei diesem Mädchen kann man sagen, also bei der Anna, war das so, dass man die im Anfangsstadium diagnostiziert hat, aber die sich innerhalb von Monaten verschlechtert hat. Und dann, wie in dem Artikel auch eindrucksvoll beschrieben wird, über Amerika noch bevor klinische Studien gemacht wurden, mit einem Medikament behandelt wurde, das gezielt diese Fußmutation neutralisiert. Das war vorher schon mal einem anderen Mädchen ausprobiert worden. Und man muss sagen, die ist unter der Therapie verstorben. Ja, das heißt also, das ist überhaupt nicht so, dass das bei jedem sofort wirkt und eine ganz klare Sache ist. Und inzwischen werden auch
im Rahmen einer Studie circa 40 Leute damit behandelt, aber die Studienergebnisse liegen alle noch nicht vor, aber nach dem, was man jetzt schon sagen kann, ist da kein einziger dabei, der so spektakulär reagiert hat, wie diese Anna K. Ja? Mhm. Und insofern ist es nicht so, dass die ALS jetzt glasklar heilbar geworden ist. Sogar noch nicht mal die Fußmutation ist heilbar geworden, aber immerhin im Prinzip hat man irgendwie rausgekriegt, dass das unter günstigen Umständen umkehrbar sein kann. Das ist enorm ermutigend, aber wir müssen jetzt natürlich verstehen, warum reagiert gerade genau dieses eine Mädchen oder diese eine Patientin so unglaublich gut auf dieses Medikament. Was heißt denn, dass Symptome rückgängig gemacht wurden und dass die Erkrankung stabilisiert wurde? Kannst du uns das konkret sagen? Ja, also bei der Anna, die hat ihre Kontrolle über ihre Extremitäten, über ihre Gliedmaßen verloren. Das heißt, sie wurde immer mehr gelähmt. Sie war hat sie Lungenentzündung entwickelt, musste dann tracheotomiert und intubiert werden. Das ist der Luftröhrenschnitt, den viele Luftröhrenschnitt, Patienten. Genau. Man hatte schon, bevor sich das verschlechtert hat, angefangen, die zu behandeln. Da hat sich erstmal wochenlang bis monatelang nichts getan. Man hat aber einfach weiter behandelt. Dann gab es so einen Eindruck, als würde sich ein bisschen was bessern. Dann gab es diese Komplikation, wo sie eine Pneumonie entwickelt hat und auf die Intensivstation musste und sogar reanimiert werden musste. Also das heißt, die hätte das fast nicht überlebt. Und man hat immer weiter behandelt. Und dann gab es ein paar Wochen nach der Intensivbehandlung, hat sie angefangen, sich zu erholen, im Sinne von, dass sie die Arme wieder heben konnte, die Beine bewegen konnte, dass man die maschinelle Beatmung zurückfahren konnte. Inzwischen ist sie ganz weg von der Beatmung. Sie ist immer noch, ich habe sie über Zoom-Konferenz ein paar Mal sehen können und mich mit der Mutter unterhalten können, sieht man, dass sich die Symptome, was man sonst bei einer regulären ALS nie sieht, verbessert haben. Man kann Sachen anheben, kann laufen, kann auf den Stepper gehen. Gibt's Videos, die kann man auf YouTube sehen. Das ist ganz eindrucksvoll. Muss aber sagen, dass das auch unter den seltenen Fußmutationen ein Einzelfall ist. Und das ist auch unter den Patienten, die mit diesem Medikament behandelt werden, ein Einzelfall. Das heißt, da müssen noch irgendwelche anderen Faktoren sein, die wir nicht genau verstehen. Sehr naheliegend ist zum Beispiel das Alter der Patientin, die dazu führen, dass sie besonders gut auf diese Therapie anspricht. Es ist so, ich hatte es ja gesagt, ich weiß nicht, ob das so klar geworden ist, die ist viel jünger als der typische ALS-Patient. Ja, ein typischer ALS-Patient ist vielleicht 50 oder 60. Gibt natürlich auch Patienten, wie die du vorhin interviewt hattest. Cornelius, 36. 36, genau. Wir kennen Bruno Schmidt, der auch jünger war. Bruno Schmidt hat es mit 50 ungefähr bekommen. Und da ist natürlich ein 16-jähriges Mädchen, ja, eine ganz andere, also eine Regenerationsfähigkeit von einem, sag ich mal, 16-jährigen oder 17-jährigen, inzwischen 17-jährigen zentralen Nervensystem ist einfach viel besser als bei einem 60-, 70-Jährigen oder auch bei einem 35-Jährigen. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass deine Patienten und Patientinnen sich bei dir gemeldet haben, ne? Die haben das ja auch alle mitbekommen. Ja, natürlich. Also die Hoffnung, die das auslöst, ist sehr groß. Es ist auch tatsächlich sehr ermutigend für auch für uns als Behandler und Forscher, weil das zeigt, dass man im Prinzip, wenn man alles richtig macht, man tatsächlich nicht nur einen Stopp hinkriegen kann, sondern sogar Erholung der Symptome. Jetzt habe ich aber trotzdem ein paar Fragen. Ja. Entschuldigung, ich bin so aufgeregt, dass wir sprechen. Ich habe so viele Fragen hier auf dem Zettel. Es tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe. Kein Problem. Was ich wissen möchte ist, was war das denn für eine Therapie? Was hat man denn mit ihr gemacht? Und warum in Amerika und nicht hier? Darüber sprechen wir natürlich gleich auch noch. Aber was haben die gemacht? Das ist auch eine wichtige Frage. Ja. Genau. Also das ist ein Medikament. Das heißt, das ist von der Substanzklasse her sind das Antisens-Oligonukleotide. Das heißt, das sind molekular oder Bausteine, die man
kommerziell herstellen kann, die genau den Botenstoffen oder der mRNA entsprechen, die dieses FUS-Gen kodieren. Und wenn man diese Antisense, also sozusagen genau gegenläufig designte Moleküle entwirft und in den Körper gibt, dann neutralisieren die Produktion von dem FUS. Und der Körper stellt dieses krankmachende FUS-Gen nicht mehr her. Und ist es das eine Infusion? Ist es eine Infusion oder eine Tablette? Wollte ich gerade sagen, genau. Das wird wie bei einer Lumbalpunktion ins Nervenwasser gespritzt. Also wenn man mit einer schweren Erkrankung mal mit einem Neurologen zu tun hat, dann ist es ganz oft so, dass man sich einer Nervenwasseruntersuchung unterziehen muss. Da wird also die Flüssigkeit, in der das Gehirn schwimmt, ja, angezapft und analysiert. Und man kann auch, wenn man was anzapft, kann man da auch was reingeben. Mhm. Und das ist die Maßnahme, wie wir es zum Beispiel bei der Huntington-Krankheit machen, aber auch bei anderen genetischen Formen der ALS, können wir ein Medikament damit direkt ins Gehirn geben oder quasi das Gehirn baden in diesem Medikament. Das ist bei neurodegenerativen Erkrankungen ein sehr gerne verfolgter Ansatz, weil es gar nicht so einfach ist, ein Gehirn, eine Tablette oder eine Infusion so zu dosieren, dass sie wirklich auch im Gehirn ankommt. Und darum gibt man häufig Sachen intrathekal, heißt das, also über eine Lumbalpunktion. Mhm. Ich habe ja gesagt, das ist in Amerika passiert, ne? Ja. Ja, ich habe auch deinen Instagram-Post dazu gesehen und meine da auch eine gewisse Enttäuschung gelesen zu haben, aber auch so enttäuschend in dem Sinne, das geht hier nicht. Wir haben hier bestimmte Zulassungsregularien, die gibt's auch nicht ohne Grund und die Bedingungen sind da halt andere. Vielleicht ordnest du es mal selbst ein. Genau, es ist tatsächlich sehr kompliziert. Natürlich ist man nicht, also war ich jetzt nicht enttäuscht, dass das überhaupt stattgefunden hat. Nein, natürlich nicht. Man muss sagen, die Pioniere, was die Anwendung am Menschen angeht, ist bei gerade was diese Methode angeht, in den USA sehr weit fortgeschritten. Da gibt es diese Firma Ionis, die Vorreiter eigentlich bei der Anwendung dieser Medikamente sind. Diese Studien werden dann meistens global durchgeführt, gerade bei so seltenen Erkrankungen, damit überhaupt eine kritische Menge an Patienten zusammenkommt, arbeiten die Firmen mit Zentren in Europa, in Deutschland, in den USA, Kanada, überall zusammen und jeder trägt so 1, 2, 3 Patienten bei. Hier in Deutschland war es so, dass tatsächlich die Studie im ersten Durchgang, die muss dann zugelassen werden. Und da galten die Vordaten als nicht ausreichend und darum hat man sich sicherheitshalber gesagt, dass die Studie in Deutschland noch nicht durchgeführt werden kann. Jetzt muss man aber einschränkend sagen, dass die Medikamente, die ANAK zu sich genommen hat oder bekommen hat, das war noch nicht mal im Rahmen einer Studie, ja, sondern das war aufgrund eines persönlichen Engagements dieses Arztes, ja. Und die besondere Situation in den USA war, dass man sich dort aus der Haftung nehmen kann als Arzt, ja. Das heißt, also okay, wenn man ein völlig unerprobtes Medikament gibt, kann man in Deutschland, selbst wenn der Patient einverstanden ist, und man kann sich vorstellen, dass ein Patient, der mit 16 oder 17 eine ALS, eine rasant fortschreitende ALS hat, mit allem einverstanden ist, kann er den Arzt nicht aus der Haftung nehmen. Und wenn dann was schief läuft, oder wenn der Patient verstirbt, wie zum Beispiel die Patientin, die das Medikament vor der ANAK bekommen hat, oder wie es bei ANAK selbst fast passiert wäre, die ist ja, als sie das Medikament bekommen hat, reanimiert worden. Ja, das heißt, da müssen nur 2, 3 Sachen schräg laufen und dann überlebt man das nicht, wäre der Arzt in der Haftung gewesen. Und in der Schweiz konnte man auf einem kleinen Dienstweg sozusagen diese Haftung abgeben. Ja, Sonderfall, Ausnahmeregelung. Und das ist in Deutschland
damals nicht geglückt. Und darum konnte es in Deutschland nicht gegeben werden. Und die Patientin wurde erst in den USA und dann weiter in der Schweiz, in St. Gallen, behandelt. Das ist natürlich medizinethisch eine wichtige und große Diskussion. Die würde ich nur jetzt an dieser Stelle vertagen wollen. Aber vielleicht treffen wir uns dazu auch nochmal wieder, weil das betrifft ja, also ja ehrlich gesagt nicht nur ALS. Ne? Genau. Und das ist auch Anlass für uns und für die Patientenorganisationen und auch für die Zulassungsbehörden in Deutschland gewesen, sich an einen Tisch zu setzen, ja, und versuchen, Wege auszuarbeiten, wie man in solchen Extremfällen die Haftung doch so regeln kann, dass es im Sinne aller ist. Ja, das ist eigentlich ein sehr stark ausgeprägter Patientenschutz, dass man diese Haftung nicht aushebeln kann. Das hat durchaus seine Berechtigung. Mhm. Ja, aber man muss vielleicht doch Wege finden, wie man, und da sind die Amerikaner einfach unkonventioneller als wir, wie man das dann in speziellen Fällen umgehen kann. Es war auf jeden Fall eine sehr spektakuläre Meldung, die da gekommen ist. Und ich hab gemerkt, dass da so ein Ruck rumging. Kann man wohl sagen. Also ja. das war auch für mich, hat das man wird mutiger in seinen Träumen, ja, wenn man solche Fälle mal sieht. Mhm. Auch die anderen Ärzte, die mit ihr zu tun hatten, muss man sagen, haben das nicht erwartet, ja, oder sagen wir noch nicht mal für möglich gehalten. Und es gibt, ähnlich wie man die Fußmutation, die extrem selten ist, gibt es ja auch die SOD1-Mutation und die C9ORF72-Mutation, die ein bisschen häufiger sind, gibt es auch Ansätze, die stumm zu schalten. Da zeichnen sich auch ermutigende Ergebnisse ab, aber nichts von allem ist so spektakulär wie in dem Fall, der im Spiegel gezeigt wurde. Mhm. Und da scheinen, und ich tippe aufs Alter der Patientin, aber wer weiß, bin ja auch kein hellsehender Alleswisser oder allwissender Hellseher. Na dran. Vielleicht gibt's noch andere Faktoren, die wir gar nicht verstanden haben. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, das war beim ALS-Tag in Bonn. Mhm. Da gab es auch eine Begegnung mit dem hier schon oft zitierten und erwähnten und von uns allen sehr geschätzten Bruno Schmidt. Ja. Ich kann da an der Stelle nur noch mal die Folge mit Bruno empfehlen, die wir aufgezeichnet haben. Bruno ist selber an ALS erkrankt. 2015? Ja, genau, zeitgleich zur Ice Bucket Challenge. Ja, genau. Der eine unglaubliche Energie aufbringt, auf diese Krankheit aufmerksam zu machen. Der vielen Betroffenen und auch deren Familien so viel Mut macht mit seinem Verein, Alle lieben Schmidt, Geld sammelt, unterstützt. Du bist ein behandelnder Arzt. Ich habe Bruno vor ein paar Wochen noch telefoniert mit ihm. Was weißt du gerade? Wie geht's ihm? Ja, also er ist schwer betroffen natürlich von der Erkrankung. Mhm. Trotzdem seine Energie, die du ja auch so kennst und wahrnimmst, die ist ungebrochen und wird eigentlich immer beeindruckender von Tag zu Tag. Mhm. Und ich stehe auch in Kontakt mit ihm. Wir haben jetzt gerade, konnte ich mich wieder mal bei ihm bedanken, die Sachen, die er hier bei uns aufgebaut hat. Unser Pflegeteam ist jetzt mit dem Preis der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, mit dem Pflegepreis der Deutschen Gesellschaft für Neurologie gerade letzte Woche ausgezeichnet worden. Preisverleihung ist nächste Woche. Das habe ich mit ihm besprochen, weil das tatsächlich rein auf seine Initiative zurückzuführen ist. Also er hat, als ich hierher gekommen bin, mich einfach mit Geld ausgestattet, was ich sonst nirgendwoher bekommen hatte. Er sammelt unglaublich viel Geld. Ich weiß überhaupt nicht, wie Bruno das macht. Vor allen Dingen. Und ja. Ich sage immer, er hat ein gewinnendes Wesen. Und er meint, er war einfach gut im Leute motivieren, den Geldbeutel aufzumachen. Und das kann man auch sagen. Er spricht da ja auch dadurch, dass er selber betroffen ist und so viel Sachverstand und Energie ausstrahlt, mit einer ganz anderen Autorität als jemand, der die Krankheit nicht selber hat. Jetzt habt ihr diesen Preis bekommen. Was macht dein Team so gut? Was war in der Jurybegründung? Was stand da? Also in der Jurybegründung ist es so, dass wir über Bruno Schmidt finanziert eine sogenannte ALS-Lotsin haben. Das ist eine Krankenschwester, eine Palliativkrankenschwester,
die bei uns arbeitet und die in den die die Patienten durch den Hilfsmittel- und Pflegedschungel, den man sich mit der ALS ausgesetzt sieht, navigiert. Und damit ist den Patienten unglaublich geholfen. Du hast ja selber dich schon mit der ALS befasst. Das ist, die ist vom Verlauf her so schnell, dass die Leute überrollt werden davon, wie schnell sie Wohnungsumbauten, Berentungen und solche, sag ich mal, profanen Dinge, mit denen man sich am liebsten gar nicht auseinandersetzen würde, bewältigen müssen. Und da hat es sich bewährt, dass wir eine erfahrene Pflegekraft einfach nur dafür abgestellt haben. Die schreibt natürlich nicht die Anträge für die Patienten, aber die kann denen sagen und wir sagen, darum nennen wir es Lotsin. Und das ist, glaube ich, das, was die Jury so überzeugt hat. Die kann einfach aufgrund der Erfahrung, die wir als Ambulanz haben, die Leute an die richtigen Stellen schicken und Hilfestellungen geben, wo es gerade gebraucht wird, damit das nicht an Kleinigkeiten hängen bleibt. Ich wünsche, das wäre Standard. In vielen anderen Bereichen auch, in der Pflege. Ja, also abgebildet im Vergütungssystem ist es nicht. Ja? Nein. Und darum bezahlen wir das über Spenden. Ja. Bruno hat aber auch gesagt, lieber Herr Weidt, was ist mit der Pille? Ja. Bruno meint damit eine Lösung, eine Antwort auf die ALS. Ja, das Yatzifusen für alle sozusagen. Und ich bin Optimist, ja, das ist der Grund, warum ich überhaupt im Business bin. Um sich mit ALS auseinanderzusetzen, muss man Optimist sein. Ich sehe die Fortschritte, es wird besser, es gibt Medikamente, die auf den Markt kommen. Es gibt jetzt zum Beispiel wie diesen Fall mit der Fußmutation, zum Teil spektakuläre Erfolge, aber es gibt noch nichts, was ich Bruno Schmidt geben könnte, der sicher der Erste wäre, dem ich das vor die Haustür fahren würde, wenn ich die Pille schon hätte. Mit Yatzifusen für alle meinst du natürlich die Therapie, die Anna, über die wir vorhin lange gesprochen haben, bekommen hat in Amerika und jetzt in der Schweiz. Ganz genau. Genau. Aber jetzt, wo stehst du gerade? Wo steht dein Team gerade in der Wissenschaft? Also unser Forschungsteam steht gerade da, dass wir, das ist unser persönliches Interesse, sind eigentlich drei Sachen. Das eine ist die Biomarkerentwicklung. Mhm. Die ALS-Patienten kennen sicher alle, oder viele kennen das Neurofilament, was ein Abbauprodukt ist, was man im Liquor und im Serum nachweisen kann, was einem zeigt, wie stark der Degenerationsprozess der Motoneurone voranschreitet. Das ist insofern sehr wichtig zu verstehen, weil wenn man dann Therapien entwickelt, man immer genau auf diesen Neurofilamentwert guckt, um zu gucken, ob der Neurofilamentwert runtergeht. Bei ALS-Patienten steigt er an und wenn eine Therapie anschlägt, wie man es zum Beispiel bei einer anderen Motoneuronerkrankung, bei einer spinalen Muskelatrophie gesehen hat, dann gehen die Neurofilamente runter. Und unser Augenmerk, wir in unserer Gruppe, nachdem wir am Neurofilament mitgewirkt haben, haben jetzt gesagt, wir müssen noch was für die Muskeln entwickeln und haben da einen anderen Faktor gefunden, den wir gerade versuchen besser zu verstehen. Das ist eigentlich ein Herzmarker, das Troponin T. Also das ist die Biomarker-Sache, die wir zurzeit machen. Das andere, was mich sehr interessiert und wo eine kleine Arbeitsgruppe bei uns dran arbeitet, ist die Inflammation, also Entzündungsprozesse bei der ALS. Und da gibt es Medikamente, die gegen die Neuroinflammation zum Beispiel bei anderen neurodegenerativen Krankheitsmodellen, nicht bei Patienten, aber bei Krankheitsmodellen gut wirken. Und wir wollen das sozusagen diese Anregungen aus der Alzheimer- und Parkinson-Forschung auf die ALS übertragen. Und das Letzte, was mich sehr interessiert, sind die genetischen Formen der ALS, also ALS-Patienten mit Mutationen. Das sind, wie du weißt, ja nur 10% der ALS-Patienten. 90% haben keine Mutationen. Aber die Mutationen haben, können wir schon untersuchen, wenn sie noch gesund sind. Das heißt, wenn sie noch keine Symptome zeigen. Und die gucken wir uns besonders genau an, um rauszukriegen, was eigentlich die ersten Zeichen sind,
die zeigen, dass das, was im Argen liegt oder dass die ALS sich bemerkbar machen wird. Wie kommt ihr auf die? Also ich meine, wenn man noch bevor man Symptome hat, dann kommt man ja nicht drauf. Genau, und das geht nur bei Leuten, die diese Mutation tragen. Ja, also wenn man aus einer Familie kommt, wo ALS mit so einer Mutation verbunden ist, dann kann man auch die nicht betroffenen Familienmitglieder untersuchen. Und da findet man dann welche, die diese Mutation tragen. Das ist wie eine tickende Zeitbombe. Bei denen wird sicher die ALS ausbrechen. Ja. Das ist und ganz klar vererbbar? In den Fällen ja. Mhm. Also in den Fällen, wo eine Mutation nachgewiesen wurde. Das ist aber nur wirklich ein kleiner Teil der Gesamtpopulation. Da ist das ganz glasklar vererbbar und wird auch, also wenn man die Mutation trägt, wird die ALS irgendwann ausbrechen. Und diese Leute guckt man sich genau an. Die sind natürlich, die sind heldenhaft, wie die sich für solche Untersuchungen zur Verfügung stellen. Die kommen dann regelmäßig, zum Beispiel in den TZNI-Standort in Ulm, in ein Programm, was ich da mit aufgebaut habe, wo und werden einmal alle 2 bis 3 Jahre untersucht. Und man guckt dann rückblickend, wenn die Krankheit ausgebrochen ist, guckt man rückblickend an die Werte, die man vorher gesammelt hat. Die Werte, die man vorher gesammelt hat, guckt man dann an und versucht, erste Anzeichen für die Erkrankung zu finden. Ich vergleiche das immer mit, dass wir, wenn wir zur ALS gerufen werden als Ärzte, wenn die Leute die Symptome zeigen, in der gleichen Situation sind wie eine Feuerwehr, die zu einem lichterloh brennenden Haus gerufen wird. Und wir dann einen Eimer Wasser haben, den man da ins Feuer kippen kann. Das ist zwar im Prinzip das Richtige, ja, aber würde jeder Feuerwehrmann auch anders sagen? Eimer Wasser. Aber man hätte, aber es reicht natürlich nicht ein Eimer Wasser. Mhm. Wenn man aber schon gerufen wird, wenn der Papierkorb in der Küche brennt, ja, dann kann man mit einem Eimer Wasser was ausrichten. Du sagst heldenhaft. Bevor wir gleich nochmal über die Rituximab-Studie sprechen, da würde ich gerne auch nochmal 1, 2 Sachen wissen. Wir springen heute wahnsinnig. Mir ist aufgefallen, ich habe im Zusammenhang mit diesem ALS-Tag nochmal 2, 3 Menschen kennengelernt und es haben ja auch welche geschrieben, die betroffen sind oder auch Angehörige. Das ist ja Wahnsinn, mit was für einem Charakter diese Menschen ausgestattet sind. Fällt dir das auch auf oder fällt nur mir das als Nicht-Wissenschaftlerin auf? Ja, natürlich. Also wenn man natürlich 350 Patienten hat oder so, gibt es ein breites Spektrum. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, bin ich auch immer sehr, sehr beeindruckt von der inneren Kraft, die unglaublich viele dieser Patienten zeigen, dieses Schicksal anzunehmen und damit umzugehen. Ja, und das macht es nicht leichter und auch nicht schwerer, aber es ist nochmal besonders motivierend, weil man es wirklich ein Gemeinschaftsgefühl, was man da als Patient und Arzt mit den Patienten entwickelt. Ja, und ich hatte auch den Eindruck, das ist so ein Thema, das lässt einen dann gar nicht los irgendwie, ne? Dass die also nicht nur bei dem Betroffenen mit Diagnose, sondern auch bei den Angehörigen, dass die ja noch lang darüber hinaus sagen, das ist jetzt mein Thema und ich muss mich da jetzt und will mich einbringen. Da war ich wirklich beeindruckt. Ja, das nur so als Ausflug jetzt hier an dieser Stelle. Patrick, wir können aber diesen Podcast nicht beenden, ohne über die Tuversen-Forschung zu sprechen. Und da hat es auch neue Ergebnisse gegeben. Kannst du uns für alle, die sich auch nicht damit auskennen, mitnehmen, sagen, was ist es und wo geht's hin? Genau, also Tofersen ist ein Medikament, das ist ganz ähnlich wie das Yazifusen, was die Fußmutation stumm schaltet. Schaltet das Tofersen die SOD1-Mutation stumm. Das ist eine Mutation, die deutlich häufiger ist als die Fußmutation und die auch ALS auslöst. Das Medikament wird auch als Lumbalpunktion gegeben. Mhm. Und da ist jetzt vor 3 Wochen die Ergebnisse veröffentlicht worden, von denen ich auch vorher schon ein bisschen was gehört hatte, die gezeigt haben, dass zumindest die Biomarker sich verbessern, klinisch
hat man statistisch schwer so einen Effekt rausarbeiten können. Aber wenn die Biomarker sich verbessern, gerade das Neurofilament, dann ist das bei so einer schweren Erkrankung Grund genug, dass das Medikament in ein Härtefallprogramm aufgenommen wird. Dieses Härtefallprogramm läuft jetzt. Auch bei uns werden schon die ersten Patienten behandelt mit diesem Tofersen, was noch kostenfrei zur Verfügung gestellt wird von der Firma. Im Januar wird die amerikanische Zulassungsbehörde und dann auch irgendwann die europäische Zulassungsbehörde entscheiden, ob das Medikament nicht nur für ein Härtefallprogramm, das heißt kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, sondern ob der Firma auch Geld dafür gezahlt wird, dass sie das Medikament bereitstellen. Und bevor man was bezahlt, will man immer genauer wissen, wie gut es eigentlich wirkt. Mhm. Und das wird erst von der Behörde im Januar bewertet werden. Da sind wir alle sehr gespannt drauf. Die Ergebnisse, die man jetzt gesehen hat, sind ermutigend, aber man muss auch sagen, die sind jetzt nicht so wie in diesem Einzelfall von der von der Anna K. Mhm. Das heißt, Tofersen ist am Horizont. Es ist für Leute, die eine SOD1-Mutation haben, schon verfügbar. Man sollte die ALS-Patienten mit einer familiären Geschichte sollten sich unbedingt auf die SOD1-Mutation testen lassen und dann würde man sie behandeln. Von den 250 Patienten und Patientinnen, die du betreust, wie viele sind da betroffen? 10. Und die wissen Bescheid? Die wissen Bescheid. Wie machst du das? Rufst du dann direkt an oder melden die sich bei dir? Ja. Also bei denen weiß ich das. Wir müssen dann immer noch, das Medikament wird zwar umsonst zur Verfügung gestellt, aber die Krankenhauskosten muss man dann mit der Krankenkasse klären. Das ist immer ein kleiner Verwaltungsaufwand. Die Krankenkassen sind aber kooperativ. Und wir haben auch schon, also bei Patienten, wo das rasant verläuft, haben wir schon angefangen mit Behandlung. Bei Patienten, wo das nicht so rasant verläuft, die fangen wir jetzt, also für morgen ist jemand vorgesehen, dann die kommenden Wochen fangen wir jetzt an mit denen. Dann lass uns jetzt über Rituximab sprechen. Auch da bitte ich dich noch einmal darum, uns mitzunehmen, was es ist und wo es hinführt. Genau, also das Rituximab ist eine ganz spannende Angelegenheit. Wir versuchen halt immer neue Ansätze auch bei der ALS auszuarbeiten. Ich hatte ja schon gesagt, dass mich die entzündlichen und inflammatorischen Aspekte und Gesichtspunkte der ALS besonders interessieren. Und es gibt einen sehr aufgeweckten Neurologen in Berlin, Harald Prüss, ja, der, glaube ich, auch bei euch schon mal im Podcast war, der sich sehr mit Inflammation und entzündlichen ZNS-Erkrankungen auseinandergesetzt hat, Enzephalitiden, und die ALS nicht so zentral auf dem Schirm hatte, aber gemerkt hat, dass bei der ALS auch es zur Einwanderung von Immunzellen kommt. Und da kann man sich dann, ähnlich wie wir bei den Biomarkern uns bei den Kardiologen was abgeguckt haben, haben wir uns bei den MS-Ärzten ein Medikament abgeguckt. Das ist ein Antikörper, Rituximab, der gegen die B-Zellen gerichtet ist. Das sind Immunzellen, die auch das Gehirn angreifen können. Und da haben wir jetzt eine Förderung bekommen, zusammen mit Thomas Mayer von der Charité in Berlin und dann Harald Prüss, der das Therapiekonzept entwickelt hat, und wir hier in Bonn, dass wir mit Patienten, die sich dazu bereit erklären, diesen neuen Ansatz ausprobieren. Das wird vom Bundesministerium für Forschung gefördert und ermöglicht uns, sag ich mal, frei von Pharmainteressen Medikamente, die eigentlich für andere Erkrankungen zugelassen sind, bei der ALS auszuprobieren. Der Vorteil ist, dass man weiß, dass die Effekte haben, die immunologisch in diesem Fall relevant sind und die vergleichsweise gut vertragen werden. Und wir werden hoffentlich die ALS damit verlangsamen können. Auf jeden Fall werden wir was über die entzündlichen Gesichtspunkte bei der ALS lernen. Und das wird uns dann helfen, noch gezieltere Therapien in der Zukunft umzusetzen. Wahnsinn, wie deine Patienten oder eure Patientinnen und Patienten da auch immer mitgehen, ne? Die sind unglaublich motiviert. Das ist auch für mich sehr, sehr berührend, weil es ein großer Vertrauensvorschuss ist, den wir kriegen.
die Patienten sind auch nicht so, dass sie sagen, ja, heilen Sie mich, ja, das ist zu viel verlangt, ja, aber die wollen, heilen Sie die ALS, ja, und ich vergleiche das immer, wenn man so an einer Studie teilnimmt, wie, sag ich mal, mit einer Mondlandung, ja, also da sitzen auch in Houston ein riesiges Team an Wissenschaftlern, die sich um die Sicherheit und Wirksamkeit und alles kümmern. Aber vorne auf der Kapsel, ja, auf dem Raketentank sitzen drei Astronauten und die tragen das ganze Risiko. Aber ohne die geht es nicht. Mhm. Alle hängen sich voll rein, dass das klappt. Aber ohne die Leute, ich sage immer, ALS heilen geht nicht ohne ALS-Patienten. Ohne die geht es nicht. Und die Leute machen mit. Viele, natürlich hat man, darf jeder, ich hoffe das auch immer, dass das vielleicht funktionieren könnte, aber es darf nicht die Hauptmotivation sein, sondern die Hauptmotivation ist, die ALS macht mir das Leben schwer, also mache ich der ALS das Leben schwer. Und unter dem Gesichtspunkt tut es dann sogar gut, sich an der Studie zu beteiligen. Wie machst du das? Ich meine, ich sehe ja so, krieg deinen wissenschaftlichen Alltag nicht mit, aber ich sehe, was du selber so in den sozialen Netzwerken veröffentlichst. In Gesprächen, ich kenne jetzt mittlerweile 3 Leute, die mit dir zu tun hatten oder haben, die sagen immer, der Patrick Weidt, das ist jemand, der so klar spricht und der sagt, was ist, aber ist trotzdem dabei so empathisch und ein Mann, dessen Frau ALS hatte, hat mir erzählt, dass seit sie bei dir in Behandlung waren, hat es irgendwie so den Unterschied gemacht. Wie machst du das? Wo holst du das alles her? Vielen Dank erstmal, das zu hören. Ich weiß selber nicht, was ich anders mache als die anderen. Tatsächlich ist meiner Meinung nach so, dass man die ALS-Patienten, sind ja sehr schwerwiegende Diagnosen und das ist sicher, das sage ich mal, in dem Sinne kein Spaß, das jemand mitzuteilen, aber die Leute sind dankbar, wenn man Klartext mit ihnen redet. Bei der ALS ist es so, dass gerade Ärzte, die nicht viel Erfahrung mit der Erkrankung haben, sich aufgrund der Tragweite der Diagnose sehr, sehr schwer tun, sich festzulegen. Und damit verspielen sie, ja. Also man lässt den Patienten immer ein Hintertürchen auf, dass das eine andere Erkrankung sein könnte. Und damit verspielt man viel Vertrauen. Die Patienten, ich sage denen klar, also wenn ich mir sicher bin, sage ich denen, dass das klar diese Diagnose ist. Und dann, und diesen Switch muss man hinkriegen, sagen, dass man trotzdem für sie da ist und dass sie bei uns an der richtigen Adresse sind und dass wir diese schwere Zeit, die jetzt kommt, sie begleiten. Das ist aber nur möglich, weil wir halt Unterstützung von unserem Pflegeteam haben. Das heißt, die Forschung und Pflege geht da ganz verzahnt miteinander um. Je mehr Patienten wir haben, desto besser können wir die Erkrankung erforschen. Und das ist für die ALS-Patienten auch sehr, vertrauensstiftend. Die wollen eigentlich jemanden haben, der sich mit der Krankheit auskennt. Wie hast du dich dafür entschieden, das zu machen? Warum hast du dich für ALS entschieden? Also das hat tatsächlich mit den ALS-Patienten und mit den Ärzten zu tun. Das ist Anfang der 90er, ganz am Anfang meines Medizinstudiums schon gewesen. Da bin ich über eine Verwandte von mir aus Frankreich, Geneviève Chabrière, die ich hier gerne mal erwähnen und grüßen möchte, weiß nicht, ob sie das hört, also sehr weitläufig Verwandte, die war Schirmherrin einer ALS-Gruppe in Marseille. Und da habe ich mein Krankenpflegepraktikum gemacht. Und da hat mich sowohl der Ethos der Ärzte, die sich damit auseinandergesetzt haben, als auch der Charakter der ALS-Patienten sehr beeindruckt und nicht mehr losgelassen. Außerdem habe ich damals schon die ALS für heilbar gehalten im Prinzip. Und dann dachte ich, da will ich dabei sein. Und dafür muss man eine grundoptimistische Grundeinstellung haben und die habe ich mir erhalten können.
Du weißt, was du hier jetzt gesagt hast, ne? Ja, ich weiß. Aber so bin ich. Okay. Ja? Ich halte es für lösbar, das Problem. Es ist schwer. Es ist sonst, würde es ja jeder machen, ja. Mhm. Aber ich halte die ALS im Prinzip für heilbar. Das ist mir ganz wichtig, sage ich auch meinen Patienten. Ich glaube nicht, dass ich von den Patienten, die ich jetzt habe, jemanden heilen kann, ja. Mhm. Aber das heißt nicht, dass man es nicht versuchen sollte. Ein besseres Schlusswort kann es gar nicht geben. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Dr. Patrick Weidt. Gerne wieder. Sehr gerne. Ja, also Lichtblicke in der ALS-Forschung, auch wenn ALS eine schwerwiegende Erkrankung bleibt, natürlich. Allen, die das nun angehört haben, die in welcher Weise auch immer betroffen sind, wünsche ich alles Gute und alles Liebe. Und danke an Patrick Weidt für dieses Gespräch. Informationen gibt es natürlich über unsere Seite dzne.de. Außerdem möchte ich seinen Instagram-Account empfehlen. Da heißt Patrick Weidt ALS-Doc. Doc mit C. Und wenn Sie die Forschung unterstützen möchten, natürlich freuen wir uns über eine Spende. Und das ganze Team von Hirn und Heinrich freut sich auch über eine positive Bewertung unseres Podcasts. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Ganz lieben Dank. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir nicht das letzte Mal über dieses Thema gesprochen haben. Liebe Grüße, ich bin Sabine Heinrich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.